Und damit wieder willkommen zurück zu Sheltered. An Tag 121, neue Folge, neues Glück. Und der Roger ist schon verkifft, das sehe ich hier gerade. Dann sollte doch nachher gleich mal ein Antibiotika nutzen, um hier die Vergiftung entsprechend zu heilen. So, unser Team kommt hier auch schon an. Von der Expedition zurück. Schauen wir gleich mal, was sie Schönes gefunden haben. 9 Orte durchsucht. Okay, das nehmen wir doch alles dankend an. Dann geht er hier erstmal eure Bedürfnisse stillen. So, haben wir schon mehr Schallplatten? 30 sind es jetzt schon, sehr schön. So geht das. So und nicht anders soll es sein. So, Angela, du willst handeln? Sehr gerne. Kommt drauf an, was du denn zu bieten hast. So, Magnesium. Da haben wir eigentlich noch, aber nehmen wir lieber jetzt mal mit. Haben wir noch was mit einem Handelswert? Feder könnte man noch mitnehmen, ja. Die nehmen wir noch mit. Schule. Die durchsucht mal. Und du, mein Lieber, bist immer noch vergiftet, okay. Dann machen wir es anders. Dann bist du doch mal bitte so frei und putzt hier einmal durch oder wischt hier einmal durch. Das ist nicht ganz so toll hier, wie es ausschaut bei uns. Eigentlich unter aller Sau. So, Schule in Sicht. Sollen wir nachsehen, was es gibt? Auf alle Fälle. Ich bitte darum. Ui. Der hier muss auch mal ganz dringend wohin. Soll sich hier mal ablösen lassen von der Susan. So, Susan. Du könntest doch, was könntest du tun? Ach komm, hör mal wieder Frequenzen ab. Vielleicht finden wir ja noch den einen oder anderen. Auf der Karte, auf der Weltkarte. So, du, meine Liebe, musst dich nur noch duschen. Dann machst du das mal bitte. Ah ja, die hat es auch so gut wie geschafft, ihre kompletten Bedürfnisse zu stillen. Dann schickt mir an, nämlich auch den nächsten Trupp hier schon wieder auf Expedition. Dass wir endlich mal die ganzen Gegenstände finden. Okay, es gab wieder keine Vorkommnisse. Ein Recycling Center Müllland, sehr schön. Das schaut euch auf alle Fälle an. Nee, dann geben wir einen Funkspruch ab und zwar für Händler. Machen wir es halt so. So, er geht erstmal schlafen. Ja, du wischst schön durch. Der Walter macht sich erstmal was zum Essen. Sehr schön. So, wir hätten sowieso wieder Kapazität für Fleisch, von daher geht's jetzt dem Hirsch oder dem Hasen? Ach, dem Hasen geht's jetzt an den Kragen. Alle leeren. Ui, im Recycling Center gibt's wieder viel Zeugs. Okay, da haben wir natürlich keinen Platz mehr. Das können wir noch mitnehmen. Farbe haben wir noch. Sand können wir mitnehmen, Glühbirnen. Sehr schön. Gut, dann nächste Expedition geplant mit der Anne. Und wen haben wir noch im Start? Wir haben noch am Start. Wo ist sie denn? Die Melissa. So, Fahrzeug natürlich. Wohnwagen. Ist ja klar, dass wir den nehmen. Und wo war's denn? Da war's. Unbekannt. Und da fahren wir jetzt mal direkt hin. Gucken wir uns mal um. Was es denn da so Schönes zu sehen gibt.
86 Tagen waren wir bei der Hütte. Sollen sie hier nochmal vorbeifahren? Und dieses Mal nehmen wir mal nicht den Metalldetektor mit. Wir nehmen in dem Fall jetzt mal... Okay, Büros, Bahnhöfe sind wir jetzt eh nicht. Aber Minen, Lichtung, Höhlen, da sind wir. Nehmen wir das mit. Das Fernglas nehmen wir mit. Und bei ihr letztendlich Schürferset, Gasmaske und noch eine Axt. Und schicken mal die Gruppe los. In der Hoffnung, dass sie uns vielleicht den Hinweis jetzt mal für diese mysteriöse Luke da bringen. Würde mich auf alle Fälle freuen, wenn wir den mal hätten. So, und wir können wieder bei einer Aktion mitwirken. Jetzt schauen wir mal, was das Schönes ist für eine Begegnung. Nee, du, warte mal. Kann ich dir behilflich sein? Okay, sie will handeln. Aber das ist alles nix. Mit vorgezogener Waffe. So, Fallstrick wurde geleert. Falle ist jetzt verschwunden. Wir haben alle Nutzungen aufgebraucht. Aber das heißt nicht, dass er hier gleich wieder reingehen muss. Kann hier leicht noch das Solarmodul schnell reparieren. So, ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Sehe ich das richtig? Ich glaube, das sehe ich richtig. Daher, Walter. Umhang zurücklegen und auch nächste Expedition gleich geplant. Dem Walter und dem Gregory müsste das sein. Da ist er. Und euch schicken wir jetzt mal. Wo schicken wir euch denn hin? Vor 2 Tagen. Da waren wir auch erst vor kurzem. Portfield. Ah ja, bei den Skalpjägern waren wir schon längere Zeit nicht mehr. Dann schauen wir doch bei denen vorbei. Hier mal die Gegend ein bisschen unsicher. Aber da müssen wir uns natürlich auch entsprechend bewaffnen. Wir haben eine Schutzweste mitgenommen. Ups. Zum Lager. Gasmaske müssen wir natürlich auch mitnehmen. Und das nehmen wir mit. Metalldetektor nehmen wir mit. Wo ist die Waffe? Dann machen wir es lieber so. Auf die Schutzweste können wir mal oder nehmen wir lieber hier. Ach komm, den Metalldetektor legen wir lieber zum Lager und wir nehmen lieber den Bewegungsmelder mit, dass wir weniger Begegnungen haben. Dass wir wirklich nur die Gebäude uns entsprechend anschauen. So, Truck fährt schon los. Zweiter Trupp macht sich auch schon auf den Weg. Joshua möchte handeln, aber Joshua hat nichts, was wir brauchen können. Von daher hat sich der Handel schnell erledigt. So, Josef. Ein großes Haus in Sicht. So, ist der Trupp auch weg. Objekt durchsuchen. Was gibt's hier Schönes? Sprit. Gasmasken haben wir keinen Platz mehr. Federn hat man aber. Dachte ich mir zumindest. Federn habe ich mich getäuscht. Die haben wir nicht. Aber das haben wir hier irgendwie Probleme mit Nahrung. Wäre mal ganz schön. Bring mal lieber die Sicherung zurück. Beziehungsweise nicht die Sicherung. Den Transistor. Was könntest du jetzt tun? Könntest dich jetzt gleich mal duschen. Ups. Du duschst dich nicht. Willst erstmal nach. Kraftstoff. Eieiei.
So, ein Restaurant. Das gucken wir uns auf alle Fälle an. Immer diese Stromausfälle hier. Da kann ja nichts gehen. Kann ja nicht funktionieren. Aber zumindest geht das Funkgerät noch. Der Sauerstoff geht schon schnell nach unten. So, jetzt aber. So, Restaurant in Sicht und da können wir wirklich alles mitnehmen, von Fleisch bis hin zu Kaffee. Können wir alles gut gebrauchen. Eieiei, dem geht's gar nicht gut. Soll ich mal duschen. Du, mein Lieber, nimmst dir was zu essen und dann schaust du mal, vielleicht kannst du da draußen das ein oder andere Objekt hier aufrüsten. So, Nahrung haben wir natürlich keinen Platz mehr, aber für Sprit ist immer Platz. Fürs Klebeband muss auch Platz sein. Ui, wir haben Besuch. Markus, er wird gejagt und will wieder hier zu unserem Team dazu stoßen. Aber ich bleib dabei. Wir brauchen aktuell nichts. So, wie schaut es hier beim Notizbrett aus? Was braucht denn reparieren? Die Dusche und der Ofen wären mal nicht schlecht. Ein Haus im Ödland, da schaut euch auf alle Fälle um. Tag 123. 1, 2, 3. Oh. Ja, da sind wir schon weit rumgekommen. 6 Motoren, das können wir doch leicht. Das verbessern wir die Dekontaminationsgeschwindigkeit. Schon wieder ein Funkspruch. Läuft hier wie am Schnürchen mit unseren Expeditionstrupps. Gleich nochmal ein Funkspruch. Ja, sag mal. Gregory und Susan, ein gefährlich aussehendes Tier versperrt uns den Weg in der Gebirgskette. Oh ja, wieder ein Bär. Den Bären greifen wir hier gleich mal an. Das war ordentlich. Das war ordentlich. Kurz und knackig. Ja, stark sind sie natürlich jetzt auch schon. 12 Stärke in jeder. Nicht so oft, wie wir die schon auf Expedition geschickt haben. Da müssen die natürlich auch schon was auf dem Kasten haben. So, Haus in Sicht. Kaffeebohnen hat man noch. Sprit wäre auch nicht schlecht. Mal lieber Sprit mit. Können wir vielleicht hier noch was aufrüsten? Okay, dafür fehlt uns das Gummi und Metall wieder mal. Wow, interessant. Metallerz. Ein Klumpen nicht veredeltes Erz kann zu Metall und Stein recycelt werden. Interessant. Das haben wir wahrscheinlich jetzt nur deswegen gefunden, weil wir diesen Schürfer oder dieses Schürfer-Equip dabei hatten. Das ist ja cool. Da bin ich gespannt beim Recyceln, was da rauskommt. Vor allem gleich mal 7 Metallerz. Das ist ordentlich. Also da muss ich sagen, gut ab. Da kommt Freude auf. Was nicht alles gibt. Immer wieder neue Gegenstände. Freut mich. Ich habe schon gedacht, anfangs so eine Art Bombe, weil das so ausgeschaut hat. Aber nee, das ist Metallerz. Cool. Das freut mich. So, mein Lieber. Bevor du uns hier noch die ganze Bude vollreißt. Ah, wir haben keine Samen mehr. Deswegen können wir nichts pflanzen.
keine Samen mehr. Ärgerlich. Ach komm, dann spiel mal Musik ab. Für unsere Zuschauer. Unterhalt die mal ein bisschen. Macht uns einen guten Deal. Ui, sehr schön. Metall. Und die Nylon-Fäden können wir auch immer gut gebrauchen. Wolle ist auch nicht schlecht. Das ist mal ein schöner Deal. Psst, das war eins zu viel. Beziehungsweise haben wir noch... Können wir noch was handeln, damit wir hinkommen vom Wert? Ja, so machen wir das. Sehr schön. So schlimm ist jetzt auch nicht, dass du gleich brechen musst, die Musik. Haben schon ganz paar schöne Tracks dabei. So, keine Angst, ich bin ein Freund. Andrew. Ui. Andrew ist jetzt nicht gerade fröhlich gesinnt. Den kennen wir schon, den Track. Bam, 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 bam. Entschuldigung, dass ich den jetzt mal so abrupt unterbreche. Tut man natürlich alles. So, jetzt aber. Ohne Unterbrechung. Wie, das war's schon. Eieiei. Das ist eindeutig zu kurz. So eine automatische Playlist wäre cool. So, kleiner Bauernhof in Sicht. Kübelbringer auch nicht mehr rein. Nahrung, okay, auch nicht. Aber das Nötigste haben wir noch reinbekommen. So, mein Lieber, du gehst hier mal gleich trainieren. Öle im Ödland. Ach komm, geh schlafen, Junge. Geh schlafen und erhol dich erstmal. Der baut die Stärke hier weiter aus. So, auch wieder Metallerz. Und die ganzen Gegenstände, die wir für die Herstellung von den Medikamenten benötigen. Ein Gebirgspass. Ratten haben wir auch schon wieder. Naja, Besuch bekommen wir auch noch. Aber zuvor gilt es wieder, das gefährlich aussehende Tier aus dem Weg zu räumen. Was ist diesmal? Ein Wolf. Eieiei. Schießen Einzelpatrone. Ah, verfehlt auch noch. Schießen Ladestreifen. Dieser Rückstoß. Boah. In Zeitlupe. Boah. Da. Der Hund hat's wieder klären müssen. Wir haben keinen Platz mehr für Fleisch, oder wie? Dann schaffen wir Platz. Lass mir das Wasser zurück. Ja, Josef und Markus, die müssen wir unbedingt mal hier mit der Stärke ausbauen, sehe ich gerade. Da ist noch Luft nach oben. Sie sucht noch Zuflucht. Ob sie die hier findet? Nein, findest du nicht. So, das Holzlager. Wie es der Name schon an sich hat, viel Holz. Auch wie das mittelgroße Haus im Ödland. Ja, endlich hat sich der Roger hier mal mit der Lebensmittelvergiftung auskuriert. Ah ja, wieder Metallerz. Können wir hier direkt unter die... die Bergbauarbeiter gehen. So viel Erz, wie wir hier
ranschürfen. Ranschaffen, ja. Mach uns noch wieder den Wasserfilter kaputt. Hast schon recht, Patricia. Mit uns kannst du es ja machen. So, was können wir eintauschen? Wir tauschen das ein und nehmen dafür... Buch? Nee. Da nehmen wir nichts mehr mit. Wer kann mal hier durchwischen wieder? So, wieder eine Hütte. Wie weit sind sie eigentlich schon wieder rumgekommen? Ah ja, das war das Restaurant praktisch. Gut, dann haben wir von den unentdeckten Orten eigentlich auch nicht mehr so viele. Nur noch hier oben die einzelnen Gebäude, die wir noch nicht erkundet haben. Questgeber auch aktuell keiner. Also da. Bleibt abzuwarten, wo wir den Hinweis dann finden. So, Ort durchsuchen. Ja, und während meine Crew hier sich noch was zu essen macht und der eine beim Schlafen liegt, verabschiede ich mich schon mal von dieser Folge. Ich wünsche euch was. Würde mich riesig freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Void. Ciao.